Auch heute Abend begrüße ich Sie wieder recht herzlich aus unserem interreligiösen Gebetsladen Kan'in in Biberach kurz vor 20 Uhr zu unserer besonderen Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen Kerzen, ein ewiges Licht brennt auch hier vor Ort immer. Heute am Muttertag denken wir besonders an die Mütter, an unsere Mütter. Wir denken an die Mütter, die vielen Kindern ein Leben in dieser Welt ermöglichten. Wir denken auch an die Mütter, die geistlichen Mütter sind, die vielleicht Kinder gehabt hätten, aber keine bekommen konnten. Wir denken an die Frauen, die ihre mütterliche Liebe anderen Menschen schenken. Wir denken auch an die Mütter, die adoptierten Kindern zur Mutter wurden. Und auch an die, die als Pflegemutter aktiv sind. Wir denken an die Mütter, die unter Gewalt leiden. Und wir denken an die Mütter, die ein Kind verloren haben. Wir denken auch an die Mütter, die abgetrieben haben. Wir denken auch an die Frauen, die gerne Mutter geworden wären. Und wir denken an die Mütter, die sehr jung auch Mutter wurden. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein Lächeln, ein freundliches Wort. Wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy und so viele Kontaktmöglichkeiten. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch heute am Muttertag interreligiös mit dem Wort Amen.